Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Die Idee hinter dem Video, ihr wisst ja jetzt aufgrund des Titels auch schon, um was es geht, ist mir vor kurzem spontan gekommen, als mich eine Freundin gefragt hat, was ich denn so den ganzen Tag esse. Also eher so ganz allgemein, ob ich irgendwelche Prinzipien habe, wonach ich mich ernähre oder so. Und ich habe gesagt, nee, eigentlich nicht. Ich habe ihr so ganz grob das so ein bisschen erklärt, also was ich so ungefähr an Lebensmitteln mag und deswegen halt auch esse und was ich nicht mag und deswegen nicht esse. Aber ich habe tatsächlich halt wirklich absolut kein Prinzip eigentlich. Und deswegen dachte ich, es ist vielleicht für mich mal ganz spannend zu sehen, was ich so in einer Woche esse. Allerdings vielleicht auch für euch. Also keine Ahnung. Ich persönlich finde sowas, glaube ich, auch interessant von anderen Leuten. Deswegen dachte ich, drehe ich das einfach mal und werde einfach versuchen, eine Woche lang jeden Tag, jede Mahlzeit zu dokumentieren. Also sofern ich halt drei Mahlzeiten einnehme, sind das dann drei kurze Videos oder halt teilweise vier, wenn ich noch was zum Kaffee trinken esse. Genau, und dann bin ich mal gespannt, was dann am Ende so rauskommt, wenn das zusammengeschnitten ist, weil dann sieht man das ja alles auf einmal und dann kann man ja ungefähr sagen, ja, das ist jetzt eher mehr pflanzenbasiert oder keine Ahnung. Genau, bin ich sehr gespannt und freue mich drauf und hoffe, ihr habt damit auch ganz viel Spaß. Es ist Montagmorgen und ich beginne den Tag mit einem kleinen Frühstück erstmal. Wir haben es jetzt noch vor um 8 und da habe ich noch nicht so einen Hunger. Ich esse eine frische Waffe, die ich gestern gemacht habe und trinke einen Kaffee mit Zucker und Milch. Mittlerweile ist 11.30 Uhr. Da ich aber früh zum einen sehr zeitig und zum anderen sehr wenig gegessen habe, mache ich mir jetzt schon noch was zu essen. Ich habe mir zwei Scheiben Toastbrot getoastet und mache da jetzt das hier drauf. Und ja, das ist jetzt sozusagen mein kaltes Mittag, weil höchstwahrscheinlich heute Abend warm gekocht wird. genau. Mal gucken, ob ich dann schon satt bin. Vielleicht esse ich auch noch eine Waffe. Mal sehen. So, wir haben mittlerweile später, also 15.30 Uhr. Und Karl ist mittlerweile zu Hause und macht jetzt auch gerade nochmal so ein kleines Kaffeetrinken, weil ich habe ihn im Kindergarten direkt nach dem Schlafen und vom Kaffeetrinken, aber bei denen heißt es, glaube ich, Teezeit, abgeholt. Und auf jeden Fall hat er gerade ein paar Stückenteile da von den Waffen gegessen und ich auch. Also ich glaube, ich habe zwei oder drei solche Waffelherzen da gegessen. Und jetzt hat er mir hier noch eine halbe Götterspeise übrig gelassen, worüber ich mich sehr freue, die ich jetzt auch noch essen werde. So, mittlerweile ist Abendbrotzeit und es gibt Spinat. Da ist schon ein bisschen was raus. Dann haben wir hier noch Fischstäbchen und solche großen Fischstäbchen sozusagen. Und so ein Kräuterbaguette, was da auch mit einfach im Ofen drin war. Ihr seht, es ist sehr gesund, sehr ausgewogen. Im Prinzip ist es einfach vier Sachen, die im Gefrierschrank waren. Und dann einfach, was lachst du? Naja, der Spinat war offen, da hatte ich schon eine kleine Portion rausgetan. Die Fischstäbchen waren offen, da hatte ich auch schon ein paar Stück rausgetan. Also von daher, ja. Guten Morgen, heute ist Dienstag. Ich habe mir hier schon mal einen Kaffee gemacht und es gibt zur Abwechslung mal noch Waffeln. Ja, Puderzucker muss ich jetzt mir noch raussuchen. Das ist nicht von mir, das ist Philips. Aber das hier ist dann mein Frühstück. So, sieht sehr, ja, super aus. Ich habe mir den Rest Spinat gerade noch von gestern Abend aus dem Kühlschrank geholt und werde das jetzt auf jeden Fall noch essen und was ich sonst noch so an Resten finde. Sieht wie gesagt nicht so ganz lecker aus, aber das ist jetzt halt mein Mittag. Muss ja auch weg. Guten Morgen. Wir sind halt ein bisschen Zeitstress. Ich habe hier schon meinen Kaffee und ein Brot mit Erdnussbutter. Es ist noch ganz schön früh, aber ich muss jetzt gerade was essen, weil wir sind losfahren. Kali? Ja, der Kali isst auch ein Brot mit Erdnussbutter. Ja, da sitze ich hier gerade im Bett und esse schon. Ich habe mir zum Mittag nochmal so ein Brot mit Erdnussbutter gemacht, weil ich jetzt irgendwie echt zu faul war, irgendwas zu kochen. Und also für mich alleine und so. Und das heute früh so lecker war. Ja, jetzt sitze ich hier. Neben mir rendert der Laptop. Ich glaube, das hört man auch. Der ist recht laut gerade. Und ja, ich esse halt ein Erdnussbutterbrot.
So, es ist jetzt schon 14:15 Uhr und ich habe euch schon gezeigt, das ist jetzt noch so mein zweiter mittags früher Kaffee trinken, nachmittags Snack. Guten Morgen, ich habe gestern mein Abendbrot vergessen zu filmen, aber ich esse gerade den Rest davon, deswegen kann ich euch das zeigen. Es ist jetzt mein Frühstück und zwar habe ich eine Schüssel mit Salat, mit Mozzarella und Joghurtdressing. Ich liebe Salat zum Frühstück, also ja, genau. Ich habe heute früh, also ich bin heute schon sehr zeitig aufgestanden. Ich glaube, deswegen sehe ich auch sehr fertig aus. Ich habe heute früh auf jeden Fall einen Kaffee nur getrunken und sonst noch nichts gegessen, weil ich bin vor um 6 aufgestanden und vor um 7 habe ich das Haus verlassen. Das ist sehr, sehr selten bei mir aktuell. Auf jeden Fall habe ich deswegen halt heute früh noch nichts gegessen und bin jetzt gerade, es ist jetzt kurz vor 10 wieder nach Hause gekommen und werde jetzt entspannt noch frühstücken, also Salat essen und dann habe ich, kann ich euch auch noch zeigen, noch eine ganze große Portion Obst hier, also Melone, Erdbeere, Himbeere und Blaubeere. Genau, und das werde ich jetzt frühstücken und ja, mal gucken, wann ich dann wieder Hunger habe. Ich denke mal, dann habe ich einen späten Mittagshunger sozusagen. Einen wunderschönen guten Mittag. Ich sitze gerade hier beim Videoschneiden und habe festgestellt, ich habe letzte Woche Donnerstag aufgehört, mein Ernährungstagebuch weiter aufzunehmen. Und dachte mir so, also heute ist Mittwoch und ich dachte mir so, dann machst du jetzt einfach diese Woche weiter. Also werde ich jetzt genau eine Woche später dann da wieder einsteigen, nämlich morgen, theoretisch mit dem Mittagessen. Und wollte aber euch mal kurz zwischendrin noch was dazu sagen, weil ich gesehen habe, dass die letzte Woche echt vom, was ich gekocht habe und generell vom Essen her wirklich sehr ungesund und nicht gerade vorbildlich oder was auch immer ist. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt, was ist heute? Ich bin so verwirrt, dass ich jetzt Donnerstag und Freitag, die 2 Tage werde ich noch filmen, dass ich dann da noch ja, vielleicht ein bisschen was Vorbildlicheres essen werde. Und ansonsten gibt es auch noch mal irgendwann eine Neuauflage des Videos. Aber zum einen habe ich das jetzt einmal angefangen. Zum anderen ist es halt wirklich, also mir geht es ja nicht darum, dass ich euch einfach sage, ich esse dies und ich esse das und das ist ja auch so gesund und bla bla. Nee, ich zeige euch jetzt einfach, was ich in der Zeit da gegessen habe. Und ich meine, im Endeffekt könnt ihr mir ja dann auch sagen, wenn ihr Bock drauf habt, sowas nochmal zu haben, und dann seht ihr auch, dass ich da andere Sachen essen werde oder vielleicht auch ähnliche Sachen essen werde. Aber dass es halt nicht mehr darum geht, irgendwas euch jetzt zu zeigen, ich esse besonders gesund oder so, sondern das ist einfach jetzt ja mal so ganz spontan angefangen zu filmen. So, wie angekündigt, es ist Donnerstagmittag und ich zeige euch jetzt für heute und morgen noch mein Essen. Ich drehe eben die Kamera, dann zeige ich euch, was ich jetzt zum Mittag mir gemacht habe. Da gibt es den Rest von gestern Abend. Das ist so chinesisch mit so Bambussprossen und Möhren und Fleisch und so. Also einfach so selbstgemachte chinesische Nudeln. Sehr lecker, sieht jetzt irgendwie heiß. Sieht ein bisschen gruselig aus, weil es nicht mehr so frisch ist, aber hier ist noch Zwiebeln und so zu sehen. Ja, aber auf jeden Fall ist von gestern Abend, also vom Abendbrot. Okay, ich habe vergessen, also er ist leer, aber euch noch meinen Nachtisch zu zeigen. Das ist eigentlich der Mövenpick-Joghurt, ist mein Lieblingsjoghurt. Hat 14% Fett. Ich liebe diese Sahne-Joghurts von Mövenpick. Und ja, den habe ich jetzt auch noch gegessen. Es ist mittlerweile Abendbrotzeit. Ich habe einen frischen Salat gemacht. Es gibt hier. Ich trinke einen Kaffee. Ja, hier gibt es noch Reste. Das, was ich heute zum Mittag auch hatte. Und der Karl hat auch noch Hühnchen und Obst und Gemüse. Ich habe mein Frühstück nicht gefilmt. Es ist mittlerweile Freitag. Bitte nicht wundern, ich habe noch überall Blut im Gesicht. Ich hatte Nasenbluten, sehr starke. Und war dann auch gerade im Krankenhaus und so. Und die haben allerdings, also die haben das halt so beendet, die Nasenbluten, aber ich traue mich noch nicht, meine Nase so ganz doll außen sauber zu machen, weil ich Angst habe, dass wieder anfängt mit Bluten. Ich zeige euch jetzt mein Essen, tolle Überleitung, mein Mittagessen. Und zwar esse ich nochmal den Salat von gestern Abend. Und dann zum Frühstück habe ich Toastbrot mit Erdnussbutter gegessen und einen Kaffee getrunken. Und jetzt entsprechend, ich überlege jetzt gerade,
Ja, heute nach dem Abendbrot, also heute ist Abendbrot, das ist das Letzte, was ich euch zeige, was ich diese Woche gegessen habe. So, Nachmittagssnack, das sieht sehr lustig aus, weil ich das von so einem riesigen Rosinenzopf abgehäuft habe. Also ein Stück Rosinenzopf esse ich hier gerade. So, und es ist mittlerweile Zeit fürs Abendbrot und es gibt eine Gemüsesuppe. Dann zum Nachtisch habe ich hier noch Obst, das habe ich erstmal jetzt hier reingestellt. Und falls ihr euch fragt, was ich in die Suppe rein habe, also ich habe zwei große Packungen, also es waren so XXL Suppengrün oder Suppengemüse, wie man das nennt, zwei davon und ein paar Kartoffeln und dann halt einfach klein geschnitten und gekocht. Und damit sind wir auch am Ende des Videos angelangt. Das war ja jetzt im Prinzip Montag bis Freitag, also letzte Woche Montag bis Donnerstag und diese Woche Donnerstag bis Freitag, also eine Woche. Und ich hoffe, es war interessant. Ich bin selbst gespannt, was da jetzt alles so zusammenkommt, was ich da im Endeffekt alles gegessen habe. Und ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, dass ich sowas noch irgendwann mal wieder mache. Und dann vielleicht sehe, dass ich mittlerweile ganz andere Dinge esse oder einfach immer noch dasselbe esse. So. Genau, dann hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Und das letzte Video verlinken wir unten drunter. Und ja, dann bis zum nächsten Video.